Aber so beeinflusst Testosteron nicht nur deine Optik, das, wie schnell du Muskeln aufbaust, sondern auch das hier oben. Kommt mir nicht an mit, ich würde nur stoffen für einen Wettkampf. Du würdest stoffen für einen Papppokal und eine Tüte Eiweiß. Das ist einfach nur dumm. Blutfettwerte, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, sonst was. Alles, was damit einhergeht, kann Testosteron beschleunigen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag auf dem schlechtesten Fitness-YouTube-Kanal Deutschlands. Ich bin tatsächlich draußen. Selbst schuld, ja. Und zwar bewege ich jetzt meinen Arsch da hinten hin. Ich hoffe, man erkennt das so halbwegs. Da so. Ja. Ich zeig's euch einfach. Ich bin schon ganz aufgeregt. Das hier ist euch jetzt Zollverein. Und wenn man schon mal so ein Weltkulturerbe direkt vor der Haustür hat, dann gehe ich da mal ein bisschen spazieren, weil wir haben was zu bequatschen. Ich bin, wie ihr schon im Titel gelesen habt, jetzt ziemlich genau ein Jahr lang auf Testo. Und ich erzähl euch ein bisschen was darüber. Für alle Leute, die jetzt auf dem YouTube-Kanal neu dabei sind. Wie hat das alles angefangen? Ich habe am 31.03.2022 mir meine erste Injektion verpasst, in den linken Oberschenkel. Und da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf. Im Nachhinein. Oberschenkel, keine gute Idee. Und dann ging die erste Injektion rein. Das hat sich wirklich angefühlt wie eine Zeitlupe. Aspiriert, angezogen, kein Blut gezogen, ging alles gut. Dann halt das Zeug reingedrückt. Ich habe angefangen mit Testosteron-Propionat. Aufgrund von der Tatsache, dass ich ein bisschen Schiss hatte vor Nebenwirkungen mit meiner Haut. Fun Fact, ist trotzdem eingetroffen. Ich habe richtig dick Akne bekommen. Und dann fing die Scheiße an, als das Zeug drin war. Etwa so nach 24 Stunden hat es angefangen zu katern. 16, 24 Stunden irgendwie so. Ich glaube, ich war abends noch trainieren. Morgens hat mir da mein kompletter Oberschenkel. So als ob man... Oh, kennt ihr so blaue Flecken von Paintball? Das an der, so der schlimmsten Stelle, die ihr euch vorstellen könnt, mal 5. So, oder wenn ihr halt mal, keine Ahnung, gegen Regal gelaufen seid oder so. So vom Gefühl her. Wie der ekelhafteste blaue Fleck, den ihr jemals hattet. Und dann bin ich entspannt eine Woche rumgelaufen wie ein angeschossenes Reh. Und das habe ich natürlich, weil ich natürlich Propionat nehmen wollte, nicht nur im linken Oberschenkel gemacht, sondern auch im linken Gluteus und im rechten Gluteus. Heißt, mein Unterkörper war die ersten 3 Wochen so dermaßen gefickt, dass ich nicht ansatzweise Treppen gut hoch und runter gekommen bin. Das war Pain. Da habe ich mich schon gefragt, so, warum machst du eigentlich die Scheiße? So, warum? So, das hat sich einfach nur kacke und schmerzhaft angefühlt. Da habe ich dann halt erstmal so entspannte 3 Wochen keine Beine vernünftig trainieren können. Und dann fingen die ersten Wirkungen schon an. Das, was du halt wirklich bemerkst, ist, dass du ein bisschen mehr Bums im Training hast. Da hat sich dein Look noch nicht viel verändert. So, dann wirst du so langsam praller. Du bekommst quasi so Passivpump, kann man so sagen. Du wirst obenrum ein bisschen praller, so obere Brust, Schultern, Arme, so, da bekommt einfach ein bisschen mehr Volumen rein. Und das nächste, was ich dann bemerkt habe, ist, dass meine Libido so nach einer Woche durch die Decke ging. Und zwar auf eine Art und Weise, wie man sonst nur kennt, wie man so als Junge gerade frisch in die Pubertät kommt. Ich erinnere mich an so Aktionen, wie ich sitze mit meinem Opa zusammen beim Grillen. So mit der Familie einfach zusammen so. Und auf einmal meldet sich, so als ob ich 15 bin, mein drittes Bein und meint so, jo Bruder, ich bin auch da. Hast du Bock? Und ich so, worauf Bock? Was ist so gerade der Grund dafür? Das halt auch am laufenden Band. Ja, wie fühlt es sich an, auf Testo zu sein? Ich halte mich kurz. Kraft geht nach oben, wie man es erwartet. Muskelmasse geht nach oben, wie man es erwartet. Aber da ein kleiner Disclaimer. Es ist nur eine Unterstützung. Und ich muss es am eigenen Leib erfahren, dass, wenn man es nicht ernst nimmt, man quasi auf diesem Level ist, wo man halt mit seiner aktuellen Disziplin, Ernährung, Training und so hinkommt, dann schiebt man halt Stoff oben drauf. Dadurch macht man nicht automatisch mehr Progress, sondern man hebt das halt einfach nur an und dann stagniert man halt da weiter. Wenn ihr eure Ernährung und euer Training nicht geschissen bekommt, dann habt ihr halt, keine Ahnung, 20% mehr Muskelmasse, wenn überhaupt. Ja, darauf bleibt ihr dann halt sitzen. Aber was ein viel wichtigerer Faktor ist, der mir jetzt im Nachhinein erst klar geworden ist, wenn man das so sagen kann, kann aber auch daran liegen, dass ich sag mal, erwachsen geworden bin. Ihr beobachtet mich ja jetzt gerade, besonders wenn man die Videos aus dem letzten Jahr sieht, wie ich so ein bisschen erwachsen werde, erwachsener werde. Der kommt heute runter. Wie ich mich vom Jungen so ein bisschen zum Mann mache. Und Testosteron hat das ein bisschen beschleunigt. Mein gesamtes Feeling, also mein komplettes Gefühl für mich selber und für meinen Charakter hat sich einfach verändert, wenn man das so sagen kann. Ich bin durchsetzungsfähiger, eindeutig. Ich bin mehr von meinem Selbstwert in mir selbst ruhend geworden. Was man diesem klassischen Testosteron so nachsagt, so wenn man das erfährt, weiß man, wo es herkommt. Man wird so ein bisschen dominanter, wenn man das so sagen kann. Man schert sich weniger um Konsequenzen, man geht eher Risiken ein. Es juckt einen weniger, was andere Leute sagen, sondern man macht eher so sein eigenes Ding. Das kann teilweise gut sein, weil man dadurch einen gewissen Twist in sein Leben reinbekommt, der halt einfach
interessant zeitweise ist und ich sag mal, der begünstigt Veränderungen. Aber wiederum hast du dann halt andere Punkte, wo das halt einfach eventuell nicht so gut ist, wo man dann halt auch eventuell Entscheidungen trifft, die man im Nachhinein vielleicht einfach nicht so geil findet, sag ich mal so. Halt einfach männlicher und durchsetzungsfähiger und man macht eher seinen eigenen Scheiß. So. Was da halt auch zukommt, ist, man bekommt einen besseren Drive, was sein Leben angeht. Man möchte mehr verändern, man möchte mehr Veränderungen in sein Leben hineinbringen, man möchte mehr schaffen, sag ich mal so. Und was zumindest bei mir damit einhergeht, ist halt, dass es meine depressiven Verstimmungen, die ich zeitweise habe oder hatte, quasi komplett gecancelt hat. Was damit aber noch einhergeht, mein Auftreten gegenüber meinem Umfeld hat sich ein bisschen verändert. Wie gesagt, man macht eher seinen eigenen Scheiß. Dadurch wird man automatisch in einer Gruppenkonstellation so ein bisschen zu einer Person, die eher den Ton angibt, sage ich mal. Heißt, wenn man eine Gruppenkonstellation hat, sage ich mal, stupides Beispiel, es geht darum, wo man essen geht und Leute können sich nicht entscheiden, dann wirst du eher dazu geneigt sein, dass du sagst, alles klar, wir gehen da und dahin. Du ergreifst eher die Entscheidung einfach. Und dazu gehört dann halt auch zeitweise, dass du halt so Entscheidungen triffst wie, ich distanziere mich jetzt von der Gruppe und mache halt wirklich meinen eigenen Scheiß. So, weil ich das gerade für mich als am sinnvollsten erachte. Ne? Ich habe das Gefühl, ich erfahre ein bisschen mehr Respekt, aber das kann halt auch mit der Optik und so zusammenhängen. Aber mein gesamtes Auftreten ist selbstsicherer geworden, selbstbewusster geworden. Ich ruhe mehr in meinem Selbstwert, ganz unabhängig davon, wie ich aussehe, weil da kommen wir jetzt auch drauf zu sprechen. Eine gewisse Optik sorgt dafür, dass Leute einem anders entgegentreten. Punkt, Ende aus. Du wirst halt in der Öffentlichkeit ein bisschen anders angeguckt. Du wirst, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Rave bin, wirst du natürlich dementsprechend anders angeguckt. Vielen lieben Dank nochmal an die ganzen Jungs, die auf dem Rave auf mich zukommen und so, voila, Bruder, du siehst ja in Wirklichkeit viel stabiler aus als auf Videos, ist der Tatsache geschuldet, dass ich keine Arme habe. Keine guten Arme, sagen wir es mal so. Aber so beeinflusst Testosteron nicht nur deine Optik, das wie schnell du Muskeln aufbaust, sondern auch das hier oben. Und das finde ich sogar tatsächlich noch den, also für mich persönlich, den viel signifikanteren Faktor, als das bisschen, was man an Muskulatur aufbaut. In meinem Fall waren das jetzt in einem Jahr 12 Kilo, also so bummelig 1 Kilo pro Monat. Das ist gar nichts. Ich habe viel Quatsch gemacht. Ich hatte im Sommer einen guten Durchhänger, was meine Disziplin angeht, weil meine Prioritäten einfach falsch lagen, ohne das weiter ausführen zu wollen. Dementsprechend habe ich so, keine Ahnung, von Juni bis Oktober ja gar nichts gemacht, also keinen Progress gemacht, subjektiv. Und das hat sich jetzt zum Glück geändert. Vielen lieben Dank an meinen aktuellen Coach. Du bist ein super Kerl. Vielleicht reveal ich dann noch irgendwann. Oh, da können wir direkt zum nächsten Thema übergehen. Was mache ich aktuell? Ich habe ja einen neuen Coach. Ich sag mal so, mein Training läuft, meine Ernährung läuft und wie William schon richtig in seinem Video angemerkt hat, ich habe jetzt mehr Stoff drin. Und nicht nur ein bisschen mehr Stoff, sondern um genau zu sein, habe ich mehr Stoff drin, als Urs als Profi wurde. Hört sich jetzt erstmal krass an. Urs ist auf 300 Testo und 150 Masteron Profi geworden pro Woche. Das haben manche Leute bei ihrer ersten Kur overall mehr drin. Also es gibt Leute, die fangen halt mit 500 Testo an und Urs ist auf 150 Masteron und 300 Testo Profi geworden. Muss man auch erstmal hinbekommen. Ich bekomme es nicht hin. Aber ich habe auf jeden Fall neuen Stoff drin. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was ich drin habe. Ein paar Leute von euch kennen sich ja aus. Aber mal so unter uns, ich habe William gesagt, was ich nehme. Da braucht er jetzt hier nicht so auf YouTube so zu tun, als ob er das nicht wüsste. William, du weißt genau, was ich drin habe. Zu 100%. Ich habe dir das gesagt, als wir das Verhör gedreht haben. Übrigens, das Verhör kommt in 1,5 Wochen bei William auf dem Kanal online. Wird auch sehr, sehr cool. Da bespreche ich nochmal einige Sachen. Kurzer Schluck vom Isoclear. Ich sauf das Zeug echt wie nichts. Also wirklich, super geiles Zeug. Wenn ihr mich unterstützen wollt, das bekommt ihr bei ESN. Mit dem Cartoonfisch bekommt ihr immer den maximalen Rabatt. Ich habe hier gerade drin Green Tea Honey. Also wer so auf so eine Honignote steht, super, super geil. Kann ich sehr empfehlen, den Geschmack. Viele Leute behaupten ja oder meinen halt immer so, ja, ich würde ja nur Steroide für einen Wettkampf nehmen. Da frage ich mich ganz im Ernst, wie dumm bist du? Du würdest deine Gesundheit ruinieren für ein paar Pokal und für eine Tüte Eiweiß. Weil ich bezweifle, dass die meisten Leute von euch Profi werden. Wenn ihr so eine Karriere hinlegt wie Urs, okay, aber der ist am Anfang auch verkackt. Der hat am Anfang auch gut reingeschissen und hat, ich glaube, einen 8. oder so bei der GNBF gemacht. Kommt mir nicht an mit, ich würde nur stoffen für einen Wettkampf. Du würdest stoffen für einen Papppokal und eine Tüte Eiweiß. Das ist einfach nur dumm. So, entweder du hast Bock auf diesen Look, auf das, alles, was dazu gehört, auf diesen Lifestyle, auf das, wie die Gesellschaft auf dich reagiert, auf dieses Besonderssein, oder du lässt es. Punkt, Ende aus. Für mich persönlich war es die Entscheidung, ich möchte diesen besonderen Look haben. Das sieht man auch in dem Netty-Vergleich, den ich gemacht habe. Also als ich mich neben einen Netty gestellt habe, der genau gleich viel wiegt wie ich. Du siehst einfach
anders aus als Stoffer. Du siehst imposanter aus, du siehst runder aus. Und das, was jetzt noch hinten dran kommt bei mir innerhalb von den nächsten ein, zwei Jahren von der Muskelmasse her, das wird dafür sorgen, dass man halt einfach unmenschlich aussieht. Entweder man hat da Bock drauf, um sich dadurch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, das Bedürfnis nach Individualität zu befriedigen, oder man hat da keinen Bock drauf. So, das ist genauso wie manche Leute eine dicke Karre fahren, in eine besondere Wohngegend ziehen, besondere Klamotten tragen oder sonst was. Das machst du, weil du einen gewissen Maß an Individualität haben möchtest oder weil du es halt einfach geil findest. Aber du möchtest dich auf jeden Fall irgendwie damit identifizieren. In meinem Fall ist es das halt geworden. Optische Veränderungen. Also einerseits Bartwuchs, der steht seit 3 Wochen, der kommt heute runter. Dann ist irgendwie nichts geworden auf Testo. Haarausfall habe ich Gott sei Dank keinen bekommen. Und was man besonders merkt, erst recht, wenn man meine alten YouTube-Videos guckt, mein Kiefer ist auseinandergegangen um einiges und meine Stimme ist tiefer geworden. Ist eine Erwähnung wert. Und jetzt zu einem ganz wichtigen Thema. Mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ich mache den gesamten YouTube-Scheiß jetzt hier schon sehr, sehr lange. Das heißt sehr, sehr lange, ein bisschen über einem Jahr. Das, was ich da teilweise an Kommentaren lesen musste, das war schwierig. Nicht für mich schwierig, weil ich tatsächlich ein ziemlich dickes Fell habe, sondern ich glaube, das wäre für viele andere Leute schwierig geworden. Das ist so intolerant teilweise gewesen. Vor allem dem Motto, du bist so dünn, du siehst so scheiße aus, warum ballerst du und. Das hat nichts mit Toleranz zu tun und Leute machen lassen, was sie wollen oder sonst was so, sondern das ist einfach nur psychischer Terror. Ich kann das einkategorisieren. Für mich ist das ziemlich entspannt. Da gerne nochmal das Steroidopfer-Video angucken, was ich vor einem Dreivierteljahr gedreht habe. Da gehe ich dann nochmal genauer drauf ein. Aber wenn du permanent solche Kommentare liest, dann wirst du dazu geneigt sein, und zum Glück habe ich es nicht gemacht. Ich habe ein Jahr lang Testo durchgefahren. Aber das hätte dafür sorgen können, dass ich mich mit Stoff komplett aus dem Leben knalle, weil ich nicht zufrieden damit bin, wie ich aussehe, aufgrund von Kommentaren. Wir haben eh alle schon ein verschobenes Selbstbild, und wenn du dann permanent Nachrichten bekommst oder DMs, YouTube-Kommentare oder sonst was, und ich lese alle meine YouTube-Kommentare, dann kann das sein, dass das mit Leuten etwas macht. Ich habe auch am Anfang ein bisschen gebraucht, um das zu reflektieren. Das hat so 2 Monate gedauert. Danach konnte ich das alles. Brauche ich mich jetzt auch nicht als Messias hinstellen und sagen, so, ich habe das alles super von Anfang an verkraftet. Aber jemanden so dafür zu beschämen und so anzugreifen, dafür, dass er einfach sein eigenes Ding macht. Ich sag mal so, dass es, alle Leute beschweren sich immer über hier psychische Gesundheit, bla, schlag mich tot, und Leute werden depressiv und sonst was. Genau sowas sorgt dafür. Und damit möchte ich das Thema halt auch beendet haben. Und da können wir dann auch direkt zur nächsten Nebenwirkung übergehen, weil diese Essstörung und alles drumherum ist natürlich auch leider ein psychischer Nebeneffekt von diesem gesamten Bodybuilding-Sport. Aber was habe ich für Nebenwirkungen bis jetzt erfahren, nach einem Jahr auf Testo? Ich schwitze immer noch, ziemlich, ziemlich stark, nicht so stark, wie es zwischenzeitlich mal war. Also ich habe das bei der Johanna Dürr im Podcast mal erwähnt. Ich habe mal mit einem Mädel geschlafen und habe der dabei förmlich auf den Rücken getropft. Das ist einfach nicht geil, das möchte man nicht erleben. Wenn man wirklich danach aussieht, als würde man gerade aus der Sauna kommen. Wirklich nass, komplett nass. Ich hätte auch aus der Dusche gerade kommen können, von der Menge an Wasser, die sich auf meinem Körper befunden hat. Leute, die meine YouTube-Videos verfolgen, haben das mitbekommen, dass ich richtig dick Akne-Probleme hatte. Ich habe es immer noch ein bisschen am unteren Rücken und minimal an den Schultern, aber sonst ist das Gott sei Dank durch Isotretinoin weggegangen. Das Zeug bekommt ihr von eurem Hautarzt. Wenn ihr Akne-Probleme habt, geht zu eurem Hautarzt hin. Libido durch die Decke. Ne? Mir ist das nicht passiert, aber ich habe von Leuten gehört, die dann ganz gerne mal was sich nach Hause eingeladen haben, was sie hätten nicht nach Hause einladen sollen. Wo du danach in dein Schlafzimmer guckst und denkst so, oi, da war ich vorhin dran. Oh nee, Digga, muss das sein? Und sonst die ganzen schleichenden Nebenwirkungen. Mein nächstes Blutbild steht Gott sei Dank an. Blutfettwerte, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, sonst was. Alles, was damit einhergeht, kann Testosteron beschleunigen. Bluthochdruck, Cholesterinwerte und so weiter und so fort. Ganze Bandbreite. Mal abgesehen davon, dass ich natürlich die dümmste Kombination wähle, die man überhaupt wählen kann. Ich rauche nämlich auch noch. Macht so einen Scheiß auf gar keinen Fall nach, aber ich bin hier nicht da, um unbedingt ein Vorbild zu sein. Ich sollte vielleicht für manche Leute eher ein Negativbeispiel sein, dass man so einen Scheiß halt auf gar keinen Fall machen soll. Aber ich versuche transparent zu sein und das mit euch mitzuteilen. Wenn ihr diese gesamte Aufklärungsscheiße feiert, die ich hier verzapfe, und das alles, den gesamten Real Talk und alles, was damit einhergeht, den Humor und sonst was, unterstützen wollt. ESN, ich bedanke mich an alle Leute, die mit meinem Code einkaufen, wenn sie ihre Supplements brauchen. Ich kann da wirklich sagen, Qualität bei ESN ist hervorragend. Was man natürlich leider nicht bei allen Herstellern sagen kann. Ich bin froh, dass ich mit denen zusammenarbeiten kann, und ich bin froh darüber, dass ihr mich unterstützt. Jetzt der letzte Punkt, der vielleicht viele Leute interessieren wird. Kinderwunsch. Kann sein, dass ich sowohl nie wieder Kinder zeugen kann, als auch für immer meine Testosteron-Eigenproduktion zerstört habe.
Das muss man wissen. Das kann sein, dass das für immer in meinem Leben finito ist. Das wird vielleicht für immer durch sein. Aber die Chancen stehen, um ehrlich zu sein, sehr gering. Da gibt es Mittel und Möglichkeiten, zumindest den Kinderwunsch zu realisieren. Wenn die eigene Achse nicht mehr anspringt, dann muss man sein Leben lang Testosteronersatztherapie machen. Aber wie gesagt, Kinderwunsch ist in der Theorie möglich. Dann muss man halt Medikamente in sich reinjagen und so weiter und so fort. Das ist kein angenehmer Prozess, aber es funktioniert. Wenn ihr so einen Unsinn machen wollt, wie ich ihn tue, wendet euch bitte, bitte, bitte an einen vernünftigen Coach und ruiniert euch eure Gesundheit nicht. Ich hoffe, euch hat das YouTube-Video gefallen. Das ist ein bisschen ernster geworden, als es eigentlich sollte. Aber das ist so mein Recap gewesen nach einem Jahr Testo. Schreibt gerne in die Kommentare, was ich aktuell drin habe. Lasst gerne auf dem Weg noch ein Like da und ein Abo. Und wir sehen uns im nächsten YouTube-Video. Ciao, ciao.